Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Valhalla. Ja. Nein! Hä? Okay. Ich hatte gerade so einen guten Turn. Hoffe ich. Nein, hatte ich nicht. Okay, ich kann währenddessen auch springen. Nein, kann ich nicht. Sollte ich nicht, so. Und jetzt bin ich nicht richtig drauf gesprungen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, zu viel wollte. Hä? Ich muss doch springen. Ich muss doch, oder nicht? Also, die da unten sind ja so heavy. Okay, der geht mit dem gleichzeitig. Aber irgendwie willst du nicht so machen? Hä? Dass ihr das auch nicht schafft, dann da so weiter zu rutschen, ne? Ich meine, wir müssen ja eh springen, glaube ich. Weird, weird, weird. Aber schon nicht von da. Ja, ich muss halt versuchen, ne? Ach so. Ich habe gedacht, ich berühre die dann halt immer noch. Das sah halt sehr, sehr weird aus. Bist du da? Sprich und sag mir, dass du lebst. Ich lebe, wenn das Leben ist. Ein Verstand ohne Körper. Und Okay. fühlst du auch? Ich spüre mich selbst. Ich fühle, dass ich bin. Nicht mehr, nicht weniger. Keinen Schmerz, keine Freude, kein Voranschreiten der Zeit. Und dennoch bist du bei mir. Und ich bei dir. Und gemeinsam werden wir das überstehen. What? Irgendwie weird. Sehr, sehr weird. Ich glaube, man versteht es erst, wenn man dann alle Teile hat. Ich meine, das ist ja auch der Sinn dahinter. Aber trotzdem irgendwie weird. Okay, egal. Ich dachte, wir wären irgendwie weiter. Also weiter weg vom Dings. Warte mal. Also weiter über dem Meer, ne? Bewegt sich das? Okay, ja. Okay. Ich glaube jetzt so, ne? Ich glaube, das ist schon von der Position her richtig. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Fast geschafft. Ja. 8 erledigt, fehlen noch 2. Gut. Oh. Und hier ist Okay. noch ein kaleidoskopisches Prisma des Kauderwelschs. Nicht schlecht, Sean. Du arbeitest an deinen Kenningar? Ja, das mache ich in der Tat. Danke, dass du es bemerkt hast, Datenschubse. Okay. Hab die Dann gucken wir Daten. mal. Hier kommen sie. Okay. I don't know. Keine Ahnung. Aber gut, ist dann halt so, ne? Hauptsache, wir haben es geschafft. Und es sind auch nur noch 2. Insgesamt. Gut. Da hätten wir mal wieder was Einfacheres. Wahrscheinlich wieder eine Maske, ne? Oder so ähnlich. Na komm mal her, Pferdchen. Ist ein bisschen weiter gelaufen, deswegen braucht es Zeit. Ich höre es schon. Ja, gut. Dankeschön. So, ist wieder eine Maske, ne? Zeigt er mir nicht an. Will er mir noch nicht anzeigen? Shorty. Jetzt aber. Ein paar Meter in der Tiefe.
Okay. Ach. Ja, dann... Brauchen wir ja nur wieder ein bisschen Sprengstoff, ha? Wo kriege ich denn jetzt schon wieder welchen her? Ach, da vorne ist ein Lager. Okay. Au. Oder auch nicht. Ja, gut. Da vorne haben wir was. Nehmen wir mal mit. Und dann kommen wir auch an die Maske, ne? Könnten wir, glaube ich, auch wieder welche abgeben. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich habe so im Gefühl. Nein. Danke. Ich dachte schon, wir trinken. Nein. Also, lassen den los, weil wir schwimmen müssen. Ertrinken tun wir ja nicht möglich dann. Aber gut. Ich hatte halt nur Panik, dass wir den Krug fallen lassen. Ah ja. Mal wieder eine Schwimmparty. Ach, da unten. Nichts mehr, ne? Nee. Okay. Ja, ja. Das Geplimper haben wir auch wieder. Ja. Geklimper, nicht Geplimper. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Da müssen wir eh wieder hin. Also würde ich einmal hier außen rum gehen, ne? Ja. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Dann gehen wir einmal zu dem Rätsel. Das Pferd ist hier. Unser ganzer Stolz. Los geht's. Ja, nee, also ist zwar ein bisschen langweilig und so, ne, aber ich will halt alles mitnehmen. Nee. Die Rätsel machen ja auch hin und wieder Spaß. Je nachdem, was es ist. Nee. Sind ja unterschiedliche Sachen dabei, auch wenn es sich teilweise wiederholt. Ne? Ah, ein Steinrätsel. Ah, ein Steinrätsel. Wow. Das zweitbeste Rätsel nach diesem komischen Klettergedöns. Nach den Anomalien. Ich zu Anfang des Let's Plays. Steinrätsel und Anomalien. Ich zum Ende des Let's Plays. Oh. Eivor. Steinrätsel und Anomalien. Ich habe gehofft, dich hier zu finden. Dir scheint es gut zu gehen? Deine Wunden sind schnell verheilt. Als er noch klein war, ne? Ich hörte, wie mein Vater mit den anderen sprach. Er sagte, du wärst nun sein Kind. Also bin ich dein Bruder. Du bist in dieser Familie willkommen. Nun werden wir zusammen aufwachsen, zusammen feiern und zusammen durch den Schnee wandern. Ich hoffe, das freut dich. Mich freut es. Was baust du denn da? Zwei Häuser oder einen Hügel und einen Berg? Das ist mein Vater Varin. Und das ist Kjötvi der Grausame. Ah. Okay. Eieieiei. Okay. Lehn dich an mich. Ich bring dich nach Hause. Eieiei. Also es war ja schon... die hatten schon ein besonderes Verhältnis, ne? Und dass ich das dann doch so... ich weiß ja nicht. Ich meine... Oh, nee, ey. Also wenn ich daran denke, was aus ihm geworden ist und was er war... Und was sie für eine Verbindung hatten, ist schon sehr, sehr ärgerlich, ne? Schon sehr ärgerlich. Ich meine, er war für sie da, als sie ihn brauchte. Ne? Und dann war das. Und dann kam das. Ah, ja. Es ist ärgerlich. Das wird so nichts.
Schade. Ja. Soll man sagen, ne? Ist halt ihre Geschichte. Okay. Muss ich es wieder aus dem Internet raussuchen? Wie ich es am besten mache. Nein. Ich glaube, ich drehe es noch einmal. Ich hoffe doch nicht, weil es ist immer am nervigsten. Wenn es nicht intuitiv irgendwie geht, sondern es gibt nur eine wahre Lösung und die anderen Lösungen, die man selber irgendwie sieht, klappen irgendwie nicht. Ist immer sehr, sehr ärgerlich. Man sich denkt, oh ja, das müsste ja eigentlich auch funktionieren und dann fällt alles in sich zusammen. Wie Elvos Leben. Das von Sigurd. Eigentlich von beiden, ne? Irgendwie, es hat angefangen, als er auf diese Reise ging. Ich bin mir sicher, das hat angefangen, also da schon angefangen, als er dann Basim und Dings getroffen hat, Heitam. Dass da schon irgendwie, ja, dass da sich schon sehr, sehr, sehr viel verändert hat. Weil er war ja auch auf einmal der Meinung, dass er eine Gottheit ist. Und das war ja eigentlich quasi das, was ihn mental ja dafür bereit gemacht hat, von ihr da, von der falschen Schlange da kaputt gemacht zu werden, ne? Wenn er nicht dieser Auffassung gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlimm gewesen. Aber er hat halt dieses, ja. Ich habe keine Ahnung. Es war halt ein bisschen doof, ne? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah, Gott sei Dank. Mal wieder ein, ja, doch einfacheres. Werde ich umschmeißen. Eieieiei. So. Aber wie gesagt, also, ne, zu Anfang des Let's Plays noch so freudestrahlend. Oh, wow. Sehr geil. Und dann jetzt. Jetzt ist es einfach nur noch nervig. Jetzt bin ich einfach nur so, oh, fuck, schon wieder. Aber gut. Es gehört dazu und ich nehme es einfach mit. Es sind einfach, ich meine, wir bräuchten es wahrscheinlich nicht mehr, weil ich ja gemeint habe auch, dass wir auch sehr schnell leveln. Und das ist ja ein Teil davon, ne? Warum wir schnell leveln, aber ich nehme es einfach mal mit. Es gehört halt dazu, ne? Und wenn wir das alles mitnehmen, umso weniger brauchen wir dann halt kämpfen für den Aufstieg, ne? Und ich denke mal, das ist auch ein bisschen angenehmer. Als wenn wir die ganze Zeit nur die Leute abschlachten und, ne? Mein gehört auch dazu, aber nimmt so ein bisschen dieses Muss raus. Dass man halt wirklich kämpfen muss. Man kann es halt auch anders hinkriegen. Ne? Ich meine, wir kämpfen ja trotzdem, das ist nicht das Thema, ne? Aber halt dieses Übermäßige wie bei Odyssey ist dann halt nicht drin. Okay. Ach, der guckt gar nicht in meine Richtung, ne? Hier darf mich niemand sehen. Doch. Er guckt in meine Richtung. Okay. Die kriegen wir auch noch hin. Jupp, sag ich doch. Kriegen wir auch noch hin. Ist verschlossen, ne? Muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja, das kriegen wir. Das wird schon noch. Ich meine, wir haben ja hier... ja. Ich wollte gerade sagen, willst du nicht verschwinden? Das wäre sehr, sehr nett. Hä? Was? Müsste es nicht eigentlich klappen? Ich glaube, es müsste eigentlich klappen. Na, irgendwie... Oder? Warte. Eben hatte ich's. Ja. Ich wollte gerade sagen, da sind wir wohl an die Hitbox geraten. Aber wir haben es ja doch noch geschafft. Eben mal hier die Truhe.
Okay. Da liegt ein Brief. Brief von einer Schafhirtin. Lange Liste mit Chronik des Schafbestands. 14 Schafe, das letzte vom Händler aus Gravanlea. Tag 29. 15 Schafe, 16 Schafe? Was? Tag 34, an diesem verlassenen Ort. 17 Schafe, 18 Schafe, 19 Schafe. Ich bin so müde. Und habe erst kürzlich das Schreiben gelernt. Helena von den Schafen. Keine Ahnung. Ein bisschen kryptisch. Ah, vielleicht sind es mehrere Weiden. Das kann natürlich sein. Dass sie deswegen gesagt hat, da sind 15 Schafe. Anstatt zu sagen, alle zusammenzurechnen. Da sind so und so viele Schafe, da sind so und so viele Schafe, ne? Kann ja sein. Ist möglich. Ach, da oben. Ja, da haben wir es ja auch zurückgelassen, ne? Tobt sich ein bisschen aus. Nö. Bei den Schafen. Gut. Dann einmal weiter. Und die kleinen Geschichten sind ja auch ganz interessant. Könnte ein bisschen ausgereifter sein, aber gut. Nö. Dann würde das hier ja unendlich lang dauern und dann wäre es auch wieder zu viel. Teilweise. Ne? Okay. Ja, wir sind ja nicht der Einzige, der hier durch die Lande zieht, ne? Und hier einfach kämpft. Das war mir irgendwie klar. Ach komm. Ernsthaft? Wie viel haben wir denn da noch? Ein Schätzchen haben wir noch. Okay, es lohnt sich, hier reinzugehen. Wenn da nichts gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay. Können wir die anderen in Ruhe lassen. Aber so möchte ich den Schatz ja noch haben. Okay. Wo soll denn der sein? Hier drinne. Okay. Vielleicht können wir die anderen ja in Ruhe lassen. Ich meine, ich muss ja nicht alle unbedingt mitnehmen, ne? Wie gesagt, wir kriegen unsere Erfahrungspunkte auch woanders. Nö. Und ich habe auch das Gefühl, von den Kämpfen kriegen wir gar nicht mal so viele Erfahrungspunkte. Dass sich das also auf Dauer nicht so rentiert, sondern eher, ne? Okay. Sondern tatsächlich eher diese Sachen, die halt den Sofortboost geben. Ach komm. Ich weiß doch, dass er da ist. Ich will nur nicht die Hitbox von dem Ding hier treffen. Jetzt aber. Okay. Bevor die Bande da ankommt, gehen wir lieber hier rein. Okay. Haben wir doch was gefunden. Ich mach's einfach kaputt, weil es da ist, ne? Oh, ich glaube, die haben gerade gefunden, dass da was passiert ist. Hier komme ich nicht raus, ne? Schade. Ich meine, die wissen ja nicht, dass wir hier drin sind. Werden sich jetzt ein bisschen umgucken, werden den Typen da vorne auch noch finden. Ach, weißt du was? Klappt doch. Passt doch alles. Ohne gefunden zu werden. Nö. Nee. Kommen wir aber hier hin, dann sind wir hier zumindest mit dem Plateau fertig. Wo stand nochmal unser Pferd? Ach, da vorne. Ist in Ordnung. Steht da perfekt. Und einmal wieder zurück.
Nö. Und dann haben wir hier schon mal den Teil von dem Schier abgeschlossen. Ich meine, was sollen wir denn sonst machen? Ich meine, wir können noch Cute wie Sohn jagen. Das haben wir auch noch. Und, ne? Aber das haben wir noch. Das schieben wir noch nach hinten. Das hat noch Zeit. Außerdem ist es ja gar nicht so schade, wenn wir viele Folgen haben. Weil ich habe ja immer noch nicht den Season Pass. Und das, wenn das noch ein bisschen hinausgezögert wird, ist das halt so, ne? Wenn mir vorher die Folgen ausgehen, das ist dann halt auch so, wenn ich den noch nicht habe, dann habe ich den noch nicht. Ne? Es sei denn, ich habe irgendwann mal das Geld dafür, dass ich mir den Vollpreis hole. Aber es wäre halt schon sehr, sehr, sehr ärgerlich. Also Minimum die 10 Euro, die ich damals gespart hätte, wären schon, ne? Oh, 50 Leder haben wir hoffentlich. Ja, Hammer. Ne, also, wäre schon nice, wenn ich das irgendwie so in dem Preissegment... Boah, das war so ärgerlich, dass das nicht geklappt hat, dass ich mir das aus Versehen für die PS5 geholt habe. Und das dann nicht rechtzeitig wieder zurückgenommen wurde, dass dann, ja... Ah, Mensch. Opferalter abgeschlossen. Und es ist halt immer noch nicht gefixt. Ne? Also ich müsste da mich melden, wenn, da, wenn ich den kaufen wollen würde. Und dann müsste ich das Geld auf meinem PlayStation-Dings haben. Und erst dann würde es gefixt werden quasi, indem man das dann freischaltet. Also bis jetzt ist das nicht vernünftig gefixt, dass ich das so kaufen könnte. Ich müsste mich halt erst an den Support wenden, damit die das dann, wenn ich dann das Geld auf meinen PSN-Konto habt, dass die das dann da freischalten. Ja, nö. Das nennt man Mobilität. Na komm, wir nehmen Schleichen. Hatte ich noch nie. So eine Situation, das war das erste Mal für mich. Macht es zwar nicht besser, aber komm runter. Ich habe keine Lust hochzulaufen. Komm mir mal ein bisschen entgegen. Okay. So. Was haben wir hier? Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ja, das kannst du gerne machen. Abgeschlossen, ne? Ich glaube, hier waren wir schon. Ach ja, 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 Da war was, da war was, da war was. Das war der baumelnde Typ, ne? Ich glaube, selbst mit dem Pferd kommen wir da nicht ran, oder? Oder? Ich will den nicht zu mir locken. Yeah. Kannst du mal bitte die Klappe halten? Oh. Du könntest mal bitte drauf gehen? Dankeschön. Ich probiere mal was. Warte, nein. Ja. Nee, es reicht noch nicht. Stell dich mal woanders hin. Nee. Bringt halt gar nichts. Wäre besser, wenn ich ihn irgendwie abbinden könnte, ne? Ich meine, hier sind auch Pfeile in der Nähe und alles, ne?
bringt halt alles nichts. Ja, Proviant ist voll. Sehe ich auch ein. Vielleicht so. Ja. Gut. Eieieiei. Das ist natürlich jetzt, überhaupt nicht peinlich. Dass ich das die ganze Zeit nicht hinbekommen habe. Na komm, einmal hier runter. Einfach runter. Ich wusste auch nicht, dass sie währenddessen das aufsammeln kann. Ernsthaft? Hatte ja keine Ahnung, dass sie solche Fähigkeiten besitzt. Ich dachte, wenn sie hängt, kann sie halt nichts mehr machen. Wie in normalen Spielen auch. Okay. Dann einmal zum Bootsteg. Müsst ihr da auch da irgendwo sein? Ich meine, wir waren da ja schon. Wir haben da angelegt, bevor wir hier das Dorf angegriffen hatten. Entschuldigung, Entschuldigung, ich müsste mal durch. Dankeschön. Okay. Einmal hier unten. Ich wollte ihn gerade abschießen. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, das ist diesmal sogar gerechtfertigt. Ich wollte ihn gerade abschießen. Hey, Moment! Ja, ja. Wir bringen Gottes Gnade! Tschüss. Behaltet eure Gottesgnade. Die kann ich echt gerade nicht gebrauchen. Ach nö. Okay, ich bleib da noch mal ein bisschen. Aber eure Gottesgnade dürft ihr trotzdem für euch behalten. Ach komm. Also manchmal... Nase juckt. Ist das mein Pferd? Was macht das hier? Ich nicht. Ich glaube, die suchen jetzt nach mir, ne? Ach, er hat auch was. Okay. Hier haben wir einmal das. Warum auf einmal so viel hier, ey? Wie komme ich jetzt nach unten? Ich meine, muss ja auch irgendwie nach... Und dann, nach unten kommen. Ach, hier. Ach, okay. Und das brauche ich dann, um hier wieder hochzukommen, ne? Ja, ja, komm. Muss doch hier. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Ja, ja, muss. Ich komme da nicht durch. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das müsste da festhaken. Okay. Könntest du mal... Thank you. Ach, da ist auch noch eine Waffe. Okay. Ich bin auch ganz dicht dran. Ja, ich bin auch ganz dicht dran. Das haben wir alles. Können wir ja eigentlich auf zum nächsten also Abschnitt. Ich mache das ja immer in Abschnitten. Wie man das vielleicht schon mitbekommen hat. Dann machen wir den hier oben. Ne? Ich denke mal, das ist ganz, gut dafür geeignet. So, nein. Nein, falsche Taste. Oh, da bist du. Ja, ja. Dürfte ich mal wieder aufsitzen? Danke.
Ich wollte das nur ausnutzen. Brauchen wir nicht selber schwimmen und müssen das Pferd nicht zurücklassen? Ne? Ja. Was auch mal das gerade gewesen ist, aber ich weiß nicht. Hat sich jemand ins Fäustchen gelacht? Oder was anderes gemacht? Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir hier bei diesen netten Zeichnungen. Ne? Bei den Nesca-Linien. Von Englerland. Ja. Kämpfe? Kämpfe. Ah ja. Da sind wieder so Formwandler. Diesmal ist es kein Chihuahua. Kriegt ja meistens mehrere, ne? Na komm mal her. Komm. Einmal bitte drauf gehen. Nächste Runde? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, aber... Oh. Wir waren wahrscheinlich schon wieder etwas länger hier. Das Pferd ist schon wieder abhanden gekommen. Aber nicht weit. Das ist super. Hat sich nur einen besseren Platz gesucht, damit es nicht ganz so nass wird. Und stellt sich mitten in den Regen. Ja, kann man auch mal machen, ne? Das kann man auch machen. Hier haben wir noch was. Ach, selbst hier ist es drauf. Finde ich ja sehr nice. Nein, ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Ich bin da ja immer sehr fasziniert, was sich Entwickler da einfallen lassen. Nö. Wenigstens mal ein Highlight. So, was haben wir denn da vorne? Ich hoffe ja, dass es wieder eine Maske ist. Auch wenn das Geklimper mir auf die Nerven geht. Ist es immer noch besser als diese Fetzen. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Oder es ist einfach ein Hexenfluch. Ja, ich habe eigentlich eher eins gedrückt, aber irgendwie hat das nicht angenommen. War wohl nicht rechtzeitig genug. Egal. Ach ja. Ist wieder da unten, ne? Das ist doch eine Falle. Ja. Sehe ich tatsächlich genauso wie du. Ja, könntest du mal bitte damit aufhören? Und die Fackel wieder nehmen. Nein. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Ja, aber das Gift ist immer noch hier. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Ja, ja. Das Gift lässt sich ja zum Glück immer wegbrennen. Wenigstens etwas, ne? Wenn wir schon keine Atemschutzmaske bekommen. So. Ja, ja, komm. Einmal weg. Und das hätten wir dann auch. Nah genug dran bin ich. Das ist schon mal schön zu wissen. Nicht, dass ich hier wieder was übersehe. Nö. Gut, dann können wir einmal hier hin. Nach Krabedene. Nö. In welche Richtung liegt das? In der Richtung. Okay. Warte mal, ich nehme mal ein paar Pilze. Könnten wir gut gebrauchen. Nö. Komm mal her. Auf zum nächsten Ort. Na, so viel müssten wir dann, dürfen wir dann auch nicht mehr haben. Außer die ganzen kleinen Zettel, die ich nicht mitnehme. Das müsste dann ja, generell meine ich jetzt von der Gesamtmap. Nicht mehr so... Ich kann ja mal gucken. Ich könnte ja einfach mal gucken, ne? Dürfte dann ja nicht mehr so viel sein. Genau, das war hier noch. Das hier... Das Ski habe ich nicht, aber hier haben wir zum Beispiel alles, glaube ich. Genau.
Ja, doch, 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 doch. Hier oben haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja, hatten wir ja auch schon, ne? Nordhimbre. Hier, Eoforschia, ne? Genau. Das hatten wir auch schon. Okay. Ich habe alle schon gemacht, ne? Ich glaube, wir haben den kompletten Norden schon weggemacht. Na gut, hier das mit dem Lachs, ne? Seeforelle, sorry, nicht Lachs. Habe ich nicht geschafft. Hier noch ein Pilz und ein Dings, aber... Ne, bis auf das, die... Und hier Flusswels haben wir auch nicht. Aber ansonsten... Schon ganz gut geschafft, ne? Gerade so von den kleinen Dingen. Okay. Aber wie gesagt, also... So viel ist das gar nicht mehr. Auch so von den Kleinigkeiten, ne? Ja, hier wird wieder so ein Zettel sein. Gehe ich Brief und Siegel drauf. Na gut, vielleicht auch nicht, aber ich... Doch, wird wohl sein. Wenn da vorne eine Stadt ist und das ist ein weißer Punkt, ist es meistens Zettel. Ist es meistens ein Zettel. Oder? Ich meine, ich lasse mich gerne überraschen. Ich meine, so viele Tätowierungen brauchen wir nicht, aber Masken schon. Aber ich glaube, es ist ein Zettel, ne? Sieht so aus. Kannst du mal bitte? Ja, ja. Ich hatte recht. Schade. So. Na, zumindest müssen wir den jetzt nicht mehr freilegen. Da hinten ist wahrscheinlich auch ein Zettel, ne? Hatten wir auch schon öfter, dass dann so zwei Zettel nebeneinander waren. Auf der Map. Ne? Oder ganz, ganz dicht beieinander. Okay. Aber wie gesagt, Tätowierungen sind halt für mich auch in-game uninteressant. Nee. Was? Wer ist Lisa? Wer ist Lisa? Warum hast du ach Lisa gesagt? Wer ist Lisa? Ich meine, ich kenne Lisa, aber ich glaube nicht, dass die hier in-game vorhanden ist. So. Damit wir da nicht gleich wieder, ne? Oben raus müssen. Und einmal raus. Dann haben wir hier noch eins. Warte mal, haben wir hier Himbeeren? Jo. Mal wieder was Nettes für den Proviant. Entschuldigung. Ja, ja. Was? Was für ein... Keine Ahnung, was die meinen. Kommen wir einmal hier so hoch, ne? Ja. Gut. Okay. Was? Wo soll das sein? Ah, okay. Cool. Müssen wir einmal hier rüber. Und dann erst hier. Na komm. Während wir drauf sitzen. Immer sehr cool. Dann kommen wir hier hoch, ne? Nein, kommen wir nicht. Ach komm. Okay, ich glaube, wir müssen hier einmal hier an der Seite hochklettern. Was haben wir denn da vorne? Ich bin ja überhaupt nicht neugierig, aber ich bin ein bisschen neugierig. Ah! Rick Sögurnat, Seite 10. X, der, 10. Der schimmernde Bach. Nach seinem Tod wurde die Leiche von Rick, dem Herren von Goldness, auf einer gefährlichen Reise die Wolga hinauf. Ja, die Wolga kennen wir. Aus. Wird wahrscheinlich eine andere, oder? Es ist auch die Wolga. In Russland gibt es doch auch die Wolga, oder nicht? Hinauf durch Gadariki nach Hause gebracht. Solveig wehrte mehrere Stämme ab, um den Leichnam auf der Heimreise zu beschützen. Man brachte ihn zu den schimmernden Bach, wo er eine Odin-Statue und ein Kreuz golden angemalt hatte. Er wurde mit der Axt und einem Kreuz in der Hand unter dem Bach begraben. An dieser Stelle befindet sich auch ein Runenstein mit seinen vielen Namen. Nach dem Tod wurde er bekannt als Bewahrer des Glanzes der Flüsse, die das Auge nicht sieht.
Wenn du deinen Körper in die Fluten legst und das strömende Wasser deiner Haut liebkost, wirst du im Schein der Sonne sein Lied hören. Wenn der Strom dir zuliebe schimmert, wird Rick dir Glück bringen. Es ist der Schädel unter dem Wasser, der Skalde der verlorenen Flüsse. Sein Lied ist simpel und eine Melodie, um die Bragi ihn beneidet. Und man sagt, dass er eines Tages wiederkehren wird, jedoch nur als Welle. Seine Knochen werden aus Metmark bestehen. Und er wird erst geschehen, wenn der Lebensbaum abgestorben ist und von den Wellen in viele kleine Späne zerschlagen wurde. Einige Skalden benutzen das Kenning Späne von Yggdrasil für Rick, den der mächtig war und vergessen wurde, der länger lebt als eine Valkyria, der an die Throne geklopft hat. Ich weiß, dass ihm böse mitgespielt wurde und die Stimme, die zu ihm sprach, wahrhaftig da war. Es sind uralte Fäden, die lose wehen und sich erneut verknüpfen werden, wenn jemand die Wellen richtig stellen kann. Die Welt richtig stellen kann. Sorry. Ja, er wird wohl ein bisschen schizophren gewesen sein. Gehe ich mal davon aus. Aber das kannte man ja damals noch nicht. Nee. Okay, dann war das zweite doch kein Dings, sondern einfach nur wieder eine Seite. Finde ich nice. Dass das kein weiteres Tattoo war. Sondern tatsächlich etwas, was wir auch gebrauchen können. Nee. Sehr cool. Gut, dann können wir noch das da vorne mitnehmen. Ja. Ich sag dazu mal nichts. Ist in Ordnung. Dann machen wir das hier vorne noch, ne? Vielleicht müssen wir sogar vorher, bevor wir das Gehöft ausrauben können, den Dings da unten besiegen. Weil wir einen Schlüssel oder so brauchen. Clint, ich muss auf die andere Seite. Okay. Geht das auch so? Ja. Gut, das war jetzt ein weniger krasses Rätsel. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, das war jetzt doch nicht ganz so schwer. Ach, da haben wir auch noch eine verschlossene Türe. Und hier auch. So, wo haben wir denn jetzt den Schatz? Das ist auch noch eine verschlossene Tür. Da oben? Da oben, okay. Ich nehme nochmal die Tür mit, ne? Und die Pfeile. So. Warte mal, den Brief nehmen wir auch noch mit. Ein Brief an Elfred wegen der Schlachttiere. Lieber Elfred von Westsächse, ruhmreicher König. Ich habe die Stiere mit Hilfe einiger Bischöfe und Mönche getauft. Ich habe Fulkes Paladine angewiesen. Ja, Fulke. Sie für den Kampf abzurichten, ohne sie zu töten. Gott ist mir erschienen und hat die Stiere gesegnet. Ihre Hörner sind in Weihwasser getaucht. Dessen bin ich sicher. Die Stiere werden Schildwälle überwinden, Heiden aufspießen und selbst die furchtlosesten Wikinger, die unser heiliges Land heimsuchen, zur Strecke bringen. Ich glaube, wir müssen gleich Stiere töten. Ihre Kälber werden zur unerbittlichen Generation von allen. Unerbittlichsten Generation von allen. Die Schlachttiere werden uns alle retten. In tiefer Freundschaft, Bergburg. Burg. Oder irgendwie sowas. Naja. Naja. Ich bin da ja mal gespannt, ne? Ach, warte mal. Wenn sie es nicht so machen will. Machen wir total so, ne? Und hier ist einmal eine Truhe. Na komm. Ich komme hier nie wieder weg. Doch, kommen wir aber. Fühlte sich für 2 Sekunden so an. So, wo bist du denn? Ja, es sind die Stiere. Es sind die Stiere. Oh Gott. Oh Gott. Der Große da. Na komm mal her. Nicht die anderen, sondern nur du. Okay, das war jetzt der falsche. Nein, 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 nein. Gut, danke. Okay.
Na? Ach stimmt, ich krieg da, glaube ich, die Schläge oder so, ne? Ach toll. Stimmt, das geht ja manchmal daneben, ne? Genug Fleisch für die ganze Siedlung. Monate. Ja, ja. Wenn du das alles mitnimmst. Ja, die Variante, dass wir so Adrenalin auffüllen, gefällt mir besser. Gerade wenn wir so gegen solche Viecher kämpfen. Haben wir das schon bekommen? Ich kann durch ihn durchlaufen. Okay. Ja, die Fertigkeiten sowieso, aber, ne? Das, was wir bekommen sollten. Ich war hier, ne? Genau. Nahkampf, ich nehme erstmal hier oben. Weg des Bären und Nahkampfwiderstand. Nahkampf brauchen wir zwar auch, aber das machen wir beim nächsten Mal. Okay. Ich nehme erstmal das hier mit, ne? Aber ich will mal sagen, ich habe gerade auf die Uhrzeit geguckt, das machen wir dann beim nächsten Mal, ne? Ach, da vorne ist so ein Dings. Habe ich ja gar nicht gesehen. Na dann. Aber trotzdem, wir verschieben das aufs nächste Mal. Ne? Wir sehen uns dann mal hoffentlich auch im nächsten Part wieder. Bis dann. Bye.